Wegen eines Feueralarms konnte der Prozess am vergangenen Montag nicht beginnen. Nun heute ein neuer Versuch. Angeklagt ist ein 43-jähriger Mann, der unter anderem seiner Tochter, die erst 2017 geboren wurde, immer wieder sexuelle Gewalt zugefügt haben soll. Hier soll es in 61 Fällen zu sexuellen Übergriffen von einiger Erheblichkeit gekommen sein, die der Angeklagte zum Teil auch mit seinem Mobiltelefon videografiert und dann als kinderpornografisches Material in den entsprechenden Chatforen zur Verfügung gestellt haben soll. Aus dem Fall wurde inzwischen der gesamte Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach. Eine Ermittlungsgruppe der Polizei verfolgt Spuren zu tausenden Verdächtigen in ganz Deutschland. Bei Durchsuchungen des Hauses des Angeklagten fanden die Ermittler riesige Mengen kinderpornografischen Materials, aber auch digitale Kontakte zu anderen Männern. Anwältin Monika Müller-Laschet vertritt in dem Prozess die Mutter des Kindes. Sie wusste von all den Taten nichts und tritt nun als Nebenklägerin auf. Zunächst mal ist da der Wunsch, Klarheit zu bekommen. Aber was alle Opfer erwarten, ist eben die genaue Aufklärung, was ist passiert, dass alle Fragen beantwortet werden und dass am Ende eben ein Urteil steht und somit die Möglichkeit, mit dieser Angelegenheit abzuschließen. Der Angeklagte aus Bergisch Gladbach hat eine Einlassung angekündigt. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu 15 Jahre Haft. Und damit zu Sarah Schmidt vor dem Kölner Landgericht. 79 Taten stehen in der Anklageschrift. Ohne bitte ins Detail zu gehen, was wird dem Angeklagten vorgeworfen? Ja, in der Anklageschrift heißt es, dass dem Angeklagten schwerer sexueller Missbrauch von Kindern, die Herstellung und Verbreitung kinderpornografischer Schriften, Vergewaltigung und die Verabredung zum Verbrechen vorgeworfen werden. Das klingt jetzt erstmal sehr technisch. Was genau das bedeutet, das konnten wir als Prozessbeobachter, mussten wir jetzt hier eben miterleben. Um 9.15 Uhr circa hat hier die Anklageverlesung bekommen. Die Staatsanwältin hat dann eine anderthalb Stunden hier die Anklage vorgetragen und ist jeden einzelnen Fall durchgegangen. Und das war schon sehr, sehr grausam und nur schwer zu ertragen, zu hören, was der Mann seiner Tochter und anderen Kindern angetan haben soll. Er soll das Kind schwer sexuell missbraucht haben, und zwar schon ab seinem dritten Lebensmonat. Das Kind ist heute 3 Jahre alt und der Angeklagte hat eben erst damit aufgehört, als er aufgeflogen ist. Ich will gar nicht weiter in die Details gehen, denn ja, hier sollen ja auch die Kinder geschützt werden und steht das Wohl der Kinder, die dazu Opfern geworden sind, an höchster Stelle. Aber vielleicht so viel, der Angeklagte soll es, so die Anklageschrift, darauf angelegt haben, dass das Kind und die anderen Kinder diesen Missbrauch eben auch mitbekommen. Und ich glaube, das zeigt, welche Dimension das hier hat und wie grausam die Täter vorgegangen sein sollen. Wie ist der Angeklagte dann vor Gericht aufgetreten? Hat er ein Geständnis schon abgelegt? Nein, ich bin vor etwa 20 Minuten rausgegangen aus dem Presseraum, wo man die Verhandlung verfolgen konnte, weil ich ja dann jetzt hier zu unserer Verabredung kommen musste. Und da ging es gerade darum, da hatte die Staatsanwältin die Anklageschrift zu Ende verlesen. Und der Richter fragte dann, ob der Angeklagte sich einlassen möchte, also ob er etwas sagen müsste. Da war die Antwort ja. Direkt danach hat dann aber die Anwältin der Mutter, die ja das Kind, die leibliche Tochter des Angeklagten vertritt, beantragt, dass diese Vernehmung eben unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, um das Kind und die Opfer hier zu schützen. Die Mutter sagt, sie habe von all dem nichts mitbekommen. Hat sie erklärt, wie das bei einem so kleinen Kind passieren konnte? Naja, die Mutter ist hier nicht öffentlich aufgetreten und ihre Anwältin, die sie eben in der Nebenklage vertritt, die wollte nicht viel zu der Familie sagen, weil das natürlich sehr, sehr sensibel und eine schwierige Zeit für die Familie ist. Aber auch da konnte man aus der Anklageschrift etwas heraushören. Und zwar hieß es da, dass der Angeklagte immer die Zeiten genutzt haben soll für die sexuelle Gewalt an seiner Tochter, in der die Mutter eben nicht da war. Das ist wohl oft am Morgen passiert, so hieß es in der Anklage. Und das erklärt, wie es sein kann, dass die Mutter von all dem vermutlich nichts mitbekommen hat. Welche Strafe droht dem Mann denn jetzt? Dem Mann drohen 2 Jahre bis zu 15 Jahre Haft. Hier sind jetzt erstmal
Die Hauptverhandlung dauert jetzt erstmal bis etwa Ende September, dann soll ein Urteil fallen. Es steht auch noch eine Sicherungsverwahrung im Raum. Das würde dann bedeuten, dass der Mann nach Absitzen seiner Haftstrafe eben nicht freikommt, sondern weiterhin weggesperrt wird. Das tut man ja immer dann, wenn man befürchtet, zum Beispiel, dass der Täter gefährlich für die Allgemeinheit sein könnte und seine Taten vielleicht wiederholt und eben nicht damit aufhört. Auch das steht im Raum. Der Angeklagte soll hier zum Prozess von einem psychiatrischen Gutachter untersucht werden. Und dann wird vermutlich Ende September hier das Urteil fallen. Der Mann soll seine Taten ja gefilmt und ins Internet gestellt haben, sich auch mit anderen Männern ausgetauscht haben. Wie weit ist die Polizei da bei den Ermittlungen? Ja, ich glaube, das zeigen vielleicht zwei Zahlen, die ich hier mal nennen möchte. Zum einen hatte NRW-Justizminister Wiesenbach auf einer Pressekonferenz Ende Juni, die er gemeinsam mit den Ermittlern abgehalten hatte, eben davon gesprochen, dass es mehr als 30.000 Spuren zu mutmaßlichen Tatverdächtigen in diesem ganzen Missbrauchskomplex gibt. Momentan hat man hier in NRW 83 Beschuldigte ermittelt und hat 71 weitere Hinweise in alle Bundesländer in der ganzen Bundesrepublik weitergegeben. Das zeigt diese Zahlen, diese mehr als 30.000 Spuren und gleichzeitig eben 83 Beschuldigte in NRW, 71 Hinweise in anderen Bundesländern, wie sehr am Anfang diese Ermittlungen noch stehen. Wobei man dazu sagen muss, dass bei diesen 30.000 Spuren, von denen man spricht, nicht hinter jeder Spur ein Tatverdächtiger stecken muss. Denn die Tatverdächtigen können natürlich auch mehrere Spuren im Netz hinterlassen, die dann alle in diese 30.000 mit hineinfallen würden. Aber ich glaube, was noch wichtig ist zu verstehen, ist, welche Rolle diese Chats spielen, diese Gruppenchats, in denen sich auch der hier Angeklagte ausgetauscht hat. Da sagte nämlich einer der leitenden Ermittler auch auf dieser Pressekonferenz Ende Juni, dass sich die Angeklagten da eben anstacheln zum Missbrauch und auch Männer oder mutmaßliche Täter, die eben noch nicht übergriffig geworden sind, animiert werden, doch jetzt zur Tat zu schreiten und dass da eben ein Nährboden für weitere Taten geschaffen wird und man deshalb eben aufklären muss, wer in diesen Chatgruppen steckt. Sarah Schmidt, danke, nach Köln.